Hallo und willkommen bei Deutsche Beats. Heute die 10 erfolgreichsten Musiker aus Deutschland. Es geht also nicht um einzelne Hits, sondern um es in diese Sendung zu schaffen, mussten Bands oder Sänger möglichst häufig ganz oben in den Charts weltweit mit dabei gewesen sein. Das haben wir hier ausgewertet. Die Ergebnisse stehen in dieser Liste und die ist voller Tabellen, war viel Arbeit. Wir starten durch mit den Plätzen 10 und 9. Sherry, 1984, Startschuss für Modern Talking. Nur 3 Jahre, aber 60 Millionen verkaufte Platten später trennt sich das Duo im Streit. Ende der 90er gibt es die Versöhnung, das Comeback und den alten Sound. Wir hatten damals so einen Sound kreiert, also Luis Rodriguez und ich, der einzigartig war, der dann oft kopiert worden ist. Und ja, dieser Sound ging damals so um die ganze Welt. Modern Talking bleiben sich treu. Nicht nur die Songs sind die alten, sie trennen sich auch wieder. Mit Dramatik und Schlagzeilen. 2003 ist endgültig Schluss. You're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go. Mit einer Mischung aus Ethno, Klassik und Pop steigt Enigma 1990 in die internationalen Charts ein. Der erfolgreiche Popproduzent Michael Cretu will sich mit diesem Projekt nach eigener Aussage selbst verwirklichen und seinen Traum erfüllen. Es ist immer ein emotionaler Leitfaden, aber der wird immer ganz anders dargestellt, weil sonst wäre unerklärlich eigentlich die Konstanz, auch mit der es, wie gesagt, vom Nord- bis zum Südpol verkauft und das nicht nur beim ersten Album, sondern jedes Mal ist das immer das Gleiche, ist verteilt über die ganze Welt. Michael Cretu wohnt die meiste Zeit des Jahres auf der Baleareninsel Ibiza. Hier produziert er auch seine großen Hits. Insgesamt 8 Enigma-Alben sind bis heute weltweit erfolgreich. Michael Cretu hat mit Enigma über 40 Millionen Platten und CDs verkauft. Eine ganze Menge also, aber nichts verglichen mit dem Mann, der heute bei uns ist. Und darüber sind wir sehr dankbar. Frank Farian ist hier. Herzlich willkommen. Hallo. Nicht ganz so viele Platten verkauft, aber er kennt sie zumindest alle. Fast alle. Dr. Volkmar Kramatz alias Professor Pop ist heute hier. Frank, ich muss es noch mal sagen, du hörst es sicher öfter, aber geschätzte 800 Millionen Platten verkauft. Boney M., Milli Vanilli, No Mercy, La Bouche, alle von dir produziert. Bist du manchmal auch noch woanders als im Studio? Na, in den letzten 5 Jahren war ich überhaupt nicht im Studio. Aber ich war davor immerhin von 1960 bis 2005 war ich permanent im Studio und viele schöne Zeiten erlebt. Hat die Auszeit ein bisschen gut getan vom Studio? Hat mir sehr gut getan. Ich war in London, habe ein Musical produziert, Daddy Cool. Und dann waren wir ja kurz hier in Berlin und es geht nächstes Jahr wieder weiter. Und jetzt sind wir auf dem Weg zum Broadway. Zunächst sind wir aber bei Deutsche Beats mit den erfolgreichsten Musikern aus Deutschland. Die nächste Band wurde ausnahmsweise mal nicht von Frank Farian produziert. Hier ist Platz 8. Tonnenschwere Gitarrenriffs, das Spiel mit dem Feuer und die Lust an der Provokation. Das ist die Welt von Rammstein. Für uns geht es eigentlich nur um Entertainment.
Weißt du, bei uns in der Schule geht es darum, Leute irgendwie glücklich zu machen auf eine bestimmte Art, Leute zu faszinieren. Dafür schrecken sie vor keinem Tabu zurück. Brutale Videos und martialische bis poetische Texte. Und sie begeistern weltweit damit die Rockfans für die deutsche Sprache. Und der Professor hat sich wieder mal bewaffnet mit seiner Gitarre. Professor, was macht den typischen Rammstein-Sound aus? Ja, etwas, was ganz verblüffend ist, nämlich, dass sie gar nicht mehr die ganz großen Verstärker nehmen, wie man früher sie ja immer gewohnt war, auf der Bühne zu sehen. Das muss heute auch bleiben, damit alle Leute das sehen. Frank kann davon auch ein Lied singen, von den großen Verstärkern. Ja, oder? Wir mussten sie immer reinschleppen ins Studio. Schwere Teile und bei so einer Heavy Metal New Industrial Band, da müssen natürlich Bell, also Walls of Sounds da hinten auch wirklich stehen. Türme aufgebaut. Na, ganze tagelang. Aber man hatte auch immer wunderbare kleine Verstärker, wie wir es hier zum Beispiel gleich sehen. Und mittlerweile ist es eben so, dass man diese Verstärker zum Beispiel nicht mehr einfach nur nachmacht oder irgendwie vorsichtig versucht ranzukommen, sondern sie werden exakt emuliert. Das heißt, sie haben wirklich bis in die kleinste Feinheit atmen die den Sound der Original. Ich kann noch mal so einen Rolling Stones Sound. Ja. Nein, ich mache erstmal ein bisschen Rolling Stones. Ja. Jetzt der Unterschied zu Rammstein. Dass man eigentlich die tiefe E-Seite noch ein bisschen tiefer stimmen muss. Die ist jetzt schon ein wenig verstimmt. Und jetzt stimmen Rammstein die Gitarren zum Beispiel anders und versuchen dadurch schon mal die Gitarre etwas tiefer und fetter zu bekommen, was sie auch hinkriegen. Und nehmen sie ein Gitarrenmodell, was natürlich wirklich gefährlich ist. Erstens, wenn man sieht, und zweitens, wenn man es hört. Plötzlich habe ich nur aus dem Laptop raus einen Sound, den man früher nur mit einem gigantischen Aufwand machen konnte. Frank, ich sag mal, das ist jetzt nicht so dein Sound und Rammstein ist nicht so deine Sache, ist das richtig? Also ich mag Rammstein. Erstens mal, weil der Sound wirklich enorm ist. Aber man hat es früher einfach gedoppelt nach unten. Das war auch ganz einfach. Man hat eine neue Spur aufgemacht und gedoppelt und es ging. Es ging also zwei Gitarren auf einer, die sich aber dann wie eine Gitarre am Schluss angehört haben. Das ist ja, das hat sich breit angehört und nach unten fett. Ja, das ging schon früher. Du bist nicht bekannt für irgendwelche Rocknummern oder so. Das müssen wir ja klar sagen. Aber du hast auch zusammengearbeitet mit Meatloaf oder so. Muss ich widersprechen. Ich bin eigentlich ein Rock'n'Roller, also von Anfang an gewesen, bevor es die Beatles gab, also schon sehr alt. Gene Vincent genau. War mein Idol, Cliff Richard in The Shadows war meine Idol, deswegen Frankie Faria und seine Schatten. Ja. Ich habe sie jetzt vor kurzem persönlich kennengelernt und danach war ich immer ein Rockfreak und zwischendurch habe ich dann auch ein Projekt gemacht, Far Corporation, später Meatloaf und selbst die Led Zeppelin-Leute, die haben gesagt, der hat so einen Sound, haben wir schon lange nicht mehr gehört. Das haben sie über Stairway to Heaven. Ja, Stairway to Heaven über London. Genau. Also das ist ein ganz guter. Dann sagte Meatloaf, den Verrückten will ich gern kennenlernen. Und hier sind meine 20 Songs. Okay. Mach die. Aber ich muss halt immer doch an meine schwarze Musik denken. Ja. Und ich habe ja auch ein bisschen weiße Musik gemacht. Und irgendwann habe ich dann ein Sandwich gemacht. Und das war Boney M. Gut. So, und wir kommen zu einer Band, die seit Mitte der 70er Jahre, glaube ich, überhaupt keine Gitarre mehr benutzt haben. Platz 7. Ralf Hütter und Florian Schneider. Sie haben vor 40 Jahren die Gruppe Kraftwerk in Düsseldorf gegründet. Das 1974 veröffentlichte Album Autobahn gilt als erstes Elektropop-Album. Für Kraftwerk ist dies zugleich der internationale Durchbruch. Von Anfang an meiden die Bandmitglieder die Öffentlichkeit. Ja, wir können nicht so gut reden, deshalb machen wir Musik. Wir sind auf alles programmiert und was du willst, wird ausgeführt. Bei Kraftwerk verschmelzen Mensch und Maschine. Die Musiker verstehen sich vor allem als Techniker oder Musikarbeiter. In Interviews meist von Puppenrobotern vertreten. Wir spielen die Maschinen und die Maschinen spielen uns.
Seit ihrer Gründung haben Kraftwerk Stile wie Synthie-Pop, Elektro und Techno entscheidend geprägt. Frank, deine Bands in den 70ern, so wie Boney M. oder so, die klangen ja ganz anders als Kraftwerk. Waren sie dennoch Vorbilder in gewisser Art oder haben sie dich beeinflusst? Wer, Kraftwerk? Ja. Überhaupt nicht. Ich habe die gar nicht wahrgenommen. Ja. Was ich nicht wahrnehme, das verarbeite ich auch nicht. Und ich war kein Fan von ihnen, heute noch, das sagt mir nichts. Nicht mal ein bisschen Respekt so für die Leistung seit 40 Jahren dabei? Natürlich, heute muss man diesen Leuten auch Respekt zollen. Viele Bands haben sich daran orientiert, aber ich leider nicht. Ich war auch kein Beatles-Fan. Ist ja kein Problem, hat ja nicht geschadet sozusagen. Ich war kein Beatles-Fan, habe mir nie eine Beatles-Platte gekauft. Tatsächlich? Nicht eine. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich das höre vom Produzenten. Aber das ist ja so offen, das ehrt dich, so, muss man sagen. So bin ich halt. Und erfolgreich auch. Wenn man länger dabei ist, hat man natürlich auch mehr Zeit, ein paar Hits zu landen. Kraftwerk gibt seit 1970 die Band auf Platz 5 der erfolgreichsten Musiker aus Deutschland. Sogar schon länger, nämlich seit 1965. Scorpions, internationale Rock-Superstars aus Deutschland. Weltweit verkauften sie über 100 Millionen CDs und Platten. Allein die Liste ihrer Vorgruppen ist beeindruckend. Von Iron Maiden bis Bon Jovi, von Motorhead bis Metallica. Bei allem Erfolg sehen sich die Scorpions selbst nicht ausschließlich als reine Rock-Entertainer. Es ist ganz sicher auch die Tatsache, dass die Scorpions in vielen Teilen der Welt spielen, wo es eben nicht nur darum geht zu sagen, hey, let's rock, baby, sondern wo Musik einfach Brücken baut, Menschen verbindet. 2010 kündigen die Scorpions nach mehr als 40 Jahren ihren Abschied an und gehen noch einmal auf Welttournee. Folgt mal, Kraftwerk, die Scorpions, ich sag jetzt mal so ein bisschen despektierlich, die alten Recken haben's drauf, oder? Naja, die haben natürlich auch viel durchgemacht. Das ist fast wie bei unserem Studiogast heute. Da sind viele, viele Jahre mit vielen, vielen Ups and Downs. Da sind viele Siege, da sind viele Niederlagen. Aber richtig, sie sind alle bis heute aktiv. Und haben Sie musikalisch der jüngeren Generation was voraus? Was heißt voraus? Sie sind natürlich echte Pioniere, Kraftwerk. Ob man sie mochte, ob man sie hörte oder nicht, sie haben beeinflusst. Scorpions, ob man sie mochte oder nicht, sie waren einer derjenigen, die eine Tür geöffnet haben. Der Weg nach Amerika, das ist durch Scorpions schon etwas ausgetreten worden, geöffnet worden. Frank, du bist ja auch schon das eine oder andere Jahr mit dabei. Hast du irgendeinen Tipp an die junge Musikergeneration? Also sollen Sie sich nicht zu viel auf den Computer verlassen. Gut, sie tun es trotzdem. Handgemachte Musik ist immer noch die beste. Man hört den Unterschied? Ach, aber gewaltige Unterschiede gibt es da. Und man braucht auf jeden Fall auch ein Erfolgsrezept. Das Erfolgsrezept der nächsten Band, die wir gleich sehen, ist viel Schreien. Das funktioniert immer. Hier ist Platz 5. Are you ready for the sound of Scooter? Mit Hyper Hyper beginnt die Weltkarriere des Techno-Trios aus Hannover. Seit dieser Hitsingle sind Scooter fast jedes Jahr in den internationalen Charts. Hyper Hyper! Hyper Hyper! Ganz zu Beginn sind wir noch selber mit dem Kombi von einer Disco zur nächsten gefahren. Hyper, hyper! Irgendwann ging das mehr in die Richtung Live-Act. Here we go, here we go, here we go again! Heutzutage sind wir in Hallen, versuchen das Ganze noch zu vergrößern. Trigger, trigger! Mit Erfolg. Heute gehören Scooter zu den erfolgreichsten deutschen Acts und geben Konzerte weltweit. Take me, I don't give a damn.
Seit ihrem ersten Hit Love to Love You Baby ist Donna Summer Dauergast in den deutschen, britischen und amerikanischen Charts. Entdeckt wird die Musical-Sängerin aus Boston in München, startet dort ihre Karriere mit den Kompositionen des Produzenten Giorgio Moroder und seines Partners Pete Bilotti. Ein neuer Sound, ein neues Gesicht. In der Zeit waren nicht sehr viele schwarze Frauen hier. Und Black is Beautiful war ein Slogan. Und jeder wollte eine schwarze Frau als Mannequin haben. Und ich habe unheimlich viel Arbeit bekommen. Baby, I want you girl. Über ein Dutzend Songs hat Donna Summer während ihrer Zeit in Deutschland in den Hitparaden. Auch ihre Alben sind international gefragt. Bis sie Ende der 70er Deutschland verlässt und zurück in die USA geht. Ja, Giorgio Moroder, der Produzent von Donna Summer. Frank, kennst du ihn? Ich kenne ihn persönlich eigentlich ziemlich gut, weil er war ja immerhin aus der Münchner Szene, hat ein eigenes Studio, haben uns aber ab und zu mal getroffen im Union-Studio. Wir haben auch immer die gleichen Musiker benutzt. Gary Unwin, Nick Woodland, Keith Forsey, der Drummer, der später Produzent war von Billy Idol und Icehouse. Also wir kennen uns sehr gut und ich habe ihn immer respektiert als einen Musikmacher. Wir kommen erstmal zu Top 3 der erfolgreichsten Musiker aus Deutschland und damit zu einem Mann, der immer wieder bei Deutsche Beats auftaucht, in den verschiedensten Kategorien und das, obwohl er alles andere als ein Popstar im klassischen Sinn ist. Muss er auch nicht sein, hat trotzdem 80 Millionen Alben verkauft. James Last. Seit über 50 Jahren ist er im Geschäft. James Last, der Big Band-Leader mit seinem Happy Party Sound, bringt auch als über 80-Jähriger seine Fans noch weltweit zum Tanzen. James Last hat sein Ohr gerne am Puls der Zeit. So wie 1999, als er mit dem Hamburger Rap-Trio Fettes Brot zusammenarbeitet. Er hat das immer gesagt, dass es früher besser war. Der trägt und sackt mit Beschwerden im Rücken rum. Das ist ein Druck, den wir nicht aushalten haben. Man muss mit der Zeit gehen, umso besser kann man leben. Ein Leben für die Musik. James Last denkt nicht mal an den Ruhestand. Frank Farian, der erfolgreichste Musikproduzent Deutschlands, sitzt neben mir wie auf Kohlen und fragt sich, wann bin ich endlich dran? Ich kann nur sagen, noch nicht. Hier ist Platz 2. '89 wird Snap in Frankfurt am Main gegründet. Die Köpfe des Projekts sind die beiden Produzenten Luca Ancelotti und Michael Münzing. Innerhalb von nur 2 Jahren gelingen ihnen 5 internationale Top-10-Hits. Wenn wir im Studio sind, dann teilweise wird nur noch geschlafen und gegessen und ansonsten wird nichts gemacht. Und dann hat man so ein Ding, keine Ahnung, 10.000 Mal gehört oder sowas. Und dann, man findet sie zwar gut, aber man verliert den Bezug, wie stark die Nummer eigentlich ist. Ihr 1990 produziertes Debütalbum World Power verkauft sich weltweit über 7 Millionen Mal. Snap, dieser Name steht für einen neuen Sound, Eurodance. Frank, Snap haben gleich mit ihrem Debütalbum den großen internationalen Durchbruch geschafft.
Bei dir hat es am Anfang ein bisschen gedauert, oder? Ja, ich denke fast 15 Jahre. Also 61 habe ich angefangen, 60er, also Anfang 60 war ich in der Probe drin. Und dann Rock'n'Roll-Band, Cliff Richard in the Shadows war meine Idole, Gene Vincent, Beatles gab es noch nicht. Und da habe ich meine ersten Gehversuche gemacht, aber der erste Erfolg kam nach 15 Jahren. Wie hoch war denn die Auflage deiner ersten Platte? 1000 Stück. Die haben wir auch schnell alle verkauft. Und wir mussten sogar nachbestellen. Aber ich war so stolz, die erste Platte in der Hand zu haben. Das war ein Erlebnis. Wir laden ja niemanden ein, der nicht auch mit einem Titel in der Sendung vertreten ist. Wäre ja auch gemein. Und bei Frank Farian mussten wir uns da keine Sorgen machen. Er hat sie produziert. Unsere Nummer 1, der erfolgreichsten Musiker aus Deutschland. Boney M., der erfolgreichste Musikact aus Deutschland überhaupt. Produzent Frank Farian gelingt ein beispielloser Erfolg. Ab 1976 platziert er insgesamt 21 Singles und 6 Alben in den internationalen Charts. Fast ein Jahrzehnt lang ist Boney M. ein weltweiter Topseller. Bis heute wurden 150 Millionen Platten und CDs verkauft. Boney M., ein Welterfolg, made in Germany. Ja, die Nummer 1, herzlichen Glückwunsch. Wunderbar, bin überrascht. Ja? Schöne Überraschung am Morgen. Ja, hättest du nicht gedacht. Ja, unter die ersten drei habe ich mich, ich wusste erst nicht, dass es hier um die Nummer 1 geht, das wusste ich nicht. Aber ich bin überrascht und bin sehr dankbar. Aber unter die ersten drei denke ich, ja. Und dann ist alles okay. Ja, ist schon okay. Aus heutiger Sicht, Professor, muss man ja schon fragen, Boney M., warum waren die eigentlich so wahnsinnig erfolgreich? Ja, weil, Frank hat es ja jetzt mehrfach beteuert, sie auf der einen Seite analog gespielt haben, aber sie klangen, als hätten sie schon sehr viel von Elektronik gewusst und erfahren. Da scheint mir schon eben ein Rhythmus programmiert im Hintergrund zu sein. Und es klingt, auch der Bass, richtig gespielt, klingt, als wäre er elektronisch programmierbar. Aber diese interessante Mischung hat es sehr modern gemacht. Würdest du zustimmen? Ja, ich muss zustimmen, weil ich habe die Elektronik benutzt. Ich habe im Hintergrund, die haben wir nachher natürlich nicht mit reingemischt in die Produktion, aber mein Drummer musste spielen wie eine Maschine. Ja, so klingt das war ganz wichtig. Und dann immer mit dem Gesang immer etwas mehr laid back, wie es die Schwarzen haben. Ja, diese Kombination. Und da ging der Beat immer nach vorne, immer treibend. Und es hat geklungen. Deswegen hatten wir oft den Vorwurf, das ist alles Plastik, ist alles künstlich, elektronisch. Es ist ein Maschinenbeat, aber fast wie von Kraftwerk. Ja, gut, aber war wegweisend. Richtig gesungen. War wegweisend, muss man ja auch sagen. Du sagst gerade wie Black Music, ne? Aber es war ja gar nicht Black Music, du hast das selber gesungen. Ja, genau. Also die Liz Mitchell war schon eine tolle Sängerin. Ohne Liz wären wir ganz schnell untergegangen. Vielleicht ein Hit, One Hit Wonder und dann wäre Schluss gewesen. Hast du es manchmal bereut, deine Solo-Karriere nicht weitergetrieben zu haben? Nein, ich hab es bereut, dass ich nicht früher aufgehört habe. Dass ich nach dem großen Erfolg noch einen Song gesungen habe in der Hitparade und gesagt, wie kannst du nur sowas machen, das bist du Nummer 1 auf der ganzen Welt. Wie kann ich es jetzt noch hinstellen und deutsche Schlager singen? Aber ich habe das nie verleugnet und insofern, es war okay. Macht es eigentlich Spaß, immer mit wechselnden Projekten zu arbeiten hinter den Kulissen? Das ist spannend, ist auch dann nicht langweilig, weil man nicht immer das Gleiche machen muss. Das ist tödlich und dann kriegt man auch keine Kraft mehr. Gibt es eine Band oder einen Künstler auf der Welt, den du unbedingt noch produzieren gerne würdest? Ja, der war bei mir im Studio und das war Stevie Wonder. Aber da fühle ich mich so klein dagegen, was dieser Mann alles drauf hat. Und ich bin stolz darauf, ich habe ihn erlebt. Dass er da war. Er war 6 Wochen da. Ich durfte seinen Hit mit auswählen. I Just Called to Say I Love You. Er hat mich gefragt. Er sagt, du hast so viele Hits gehabt, sag mir doch bitte von den zwei, It's You und dieser Song. Da habe ich vertrau mir, das ist dein erster Nummer 1 Hit. Und es war so. Vielen Dank fürs Kommen, Frank Farian. Danke. Wie immer, vielen Dank, Herr Professor Popp. Hat uns wirklich weitergebracht, auch heute. Und vielen Dank Ihnen natürlich fürs Zuschauen. Und jetzt spielen wir noch für Sie den größten Hit des erfolgreichsten Music Acts aus Deutschland, Boney M., Daddy Cool. Why my daddy cool? I'm crazy like a fool.
Bye-bye.